sag mal so, ich hatte eine gute Kindheit, aber wahrscheinlich die falschen Freunde. Das habe ich früher auch oft gesagt, so das Verhältnis zu Bushido und mir oder zwischen uns, das war eher so wirklich eher das geschäftliche Ding, so wirklich warm sind wir nie miteinander geworden. Das ist total geil, finde ich auch, wie gesagt, ich bin da wirklich sehr dankbar drüber, dass ich in diesem Film habe, auch wenn es so eine kleine Rolle ist, mitspielen dürfen, weil das hat, wenn du einmal auf Film bist, bist du halt unsterblich so. So, herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Busy Montana Interviews. Mir geht's dir immer noch gut? Immer noch super, ja, absolut. Ich freue mich jetzt wahnsinnig auf den dritten Teil unseres Interviews. Was machen wir jetzt? Die Biografie. Richtig. Und zwar, wir sprechen über dein Leben. Fang ja damit an, wo und wann du geboren wurdest. Also ich wurde 1983 in der beschaulichen Kleinstadt, was mittlerweile auch Luftkurort ist, Müllheim geboren, richtig, Müllheim mit 2 L. Das ist im äußeren Schwarzwald an der Grenze zu Frankreich und zur Schweiz, wo ich auch heute wieder lebe. Das klingt fast auswendig gelernt. Ja. Weil ich vergesse es immer wieder, deswegen muss ich mir das dann mit so Eselsbrücken in mein Gedächtnis zurückrufen. Ich habe gelesen, dass der Name absolut gar nichts mit Scarface so zu tun hat. Ne? Man könnte ja von einem Montana auf Tony Montana schließen. Wann hast du dir diesen Namen gegeben und wofür steht er? Nee, also das ist absolut gar nichts. Das ist natürlich, ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt wieder nach 10 Jahren mittlerweile beantworten muss, aber ich erkläre es dir gerne nochmal. Ja. Damals habe ich ja noch aufgelegt und so, da war ich auch DJ und hab da natürlich auch schon gerappt, aber da war mein eigentlicher Künstlername einfach nur Business. Mit 2 S, B-I-Z-N-I-S-S. Und da haben wir damals ein Mixtape gemacht, was ich Blockbuster Tape genannt hatte. Und da habe ich so ein Intro da rumgerappt und war da so euphorisch irgendwie. Und da habe ich dieses Busy Montana einfach rausgeknallt. Komplett sinnfrei. Zu dem Zeitpunkt gab es ja auch in Amerika schon 700 Rapper, die Montana sich genannt haben. Natürlich habe ich Scarface geschaut und natürlich wusste ich, warum die das, wo dieses Montana herkommt und so weiter. Aber also ich bin, war nie und bin auch kein Kokain-Dealer oder sowas gewesen. Deswegen sage ich, nenne mich nicht wegen dem Film explizit so. Auf jeden Fall kam das dann alles so zustande, dass ich dieses Intro da gemacht habe. Mit diesem Intro habe ich mich ja auch bei EGJ beworben und dann kam dieser Nemesis-Sampler raus, wozu ich ja auch 2, 3 Songs irgendwie da mit aufgenommen habe. Und dann ging es um die Label-Copy und dann kam irgendwann Devo da in das Studio rein gerumpelt. Und sagt, ey Jungs, ich muss jetzt hier die Label-Copy fertig machen. Busy Montana ist richtig. Ja, so, alles klar. Und deswegen bin ich Busy Montana. Also, das ist die einfache Geschichte. Und so ist es. Und deswegen ist es so geblieben und das ist aber vollkommen okay. Ich stelle die Frage auch nicht, weil ich schlecht recherchiert habe, sondern weil es die Leute natürlich interessiert, mir über dein gesamtes Leben sprechen wollen. Wann hast du dir denn diesen Namen gegeben? Also mit wie vielen Jahren hast du angefangen zu sagen, so ich habe jetzt einen Künstlernamen, ich rappe jetzt? Also ich glaube, zu diesem Business oder Busy, also das Busy hat sich ja auch durch meine Freunde da relativ schnell entwickelt. Wie gesagt, diese Zugabe Montana, die kam ja dann erst später eigentlich mit dieser EGJ-Zeit. Aber Busy oder Business, / Busy, ich würde sagen, das ging so mit, eben als ich noch aufgelegt habe, so mit 17, 18 oder so, war das da so mein Künstlername und das hat sich dann eben so über die Zeit hin entwickelt und ist dann einfach so geblieben. Sag mal so zwischen 18 und 22, so um den Dreh rum irgendwie. Mit 14 habe ich gelesen, dass du angefangen hast zu scratchen. Wie kam es denn dazu? Du hast mit 14 gelesen, dass ich... Ich habe gelesen, dass du mit 14 angefangen hast zu scratchen. Ja, schon. Wie es dazu kam, ja. Damals gab es ja noch MTV Raps. Kennst du? Und ja, da habe ich da diese Hip-Hop-Videos eben so gesehen und dieses Scratchen oder überhaupt dieses DJing, das hat mich einfach begeistert und ich wollte das halt einfach auch machen. Und meine Oma damals, die hat da noch bei uns im Haus gewohnt, die hatte so eine riesige Radiostation. Das war mit Kassette, Equalizer und Plattenspieler. Also es war halt einfach so ein krasses Ding mit Lautsprechern irgendwie noch da drinnen. Und das sah von der Optik halt schon irgendwie so aus wie ein Mischpult mit Plattenspieler. Und da war ich halt noch klein und dumm und habe gedacht, naja cool, sieht genau gleich aus, das ist das bestimmt. Und da habe ich dann meine ersten Platten da drauf gelegt und habe da halt rumgescratcht, habe das Ding von meiner Oma kaputt gemacht, habe die Schallplatten von meinem Vater kaputt gemacht
Aber da habe ich dann angefangen zu scratchen, aber dann ging das auch relativ wirklich schnell, bis ich zu meinem ersten Reloop DJ-Set von Elevator versandt gekommen bin. Irgendwie so ein Komplett-Set über 500 oder 600 Mark war das, glaube ich, damals noch irgendwie. Ja, und damit ging dann die Scratcherei los und somit wurde ich DJ und ja, so hat sich das alles entwickelt. Das heißt, du bist über das DJing quasi zum Rap gekommen? Ja, es kam auch relativ parallel zu dem DJing, wollte ich dann auch Beats machen und habe dann damals zu Weihnachten dann so ein Keyboard geschenkt bekommen, wo man irgendwie 16 Spuren programmieren konnte. Also mit Instrumenten programmieren, nicht mit Aufnahme oder sowas. Und da habe ich dann auch meine ersten Beats gemacht. Ja, und so hat sich das dann alles entwickelt. Aber am Anfang war das eigentlich wirklich mehr das DJing. Dieses Keyboard hat mir eher dazu gedient, ein bisschen so mir selber Klavier, Schrägstrich Keyboard beizubringen. Und ja, dann ein bisschen Beats machen, aber das Rappen kam dann im Prinzip auch erst auf die Instrumentals von den Platten, die ich mir gekauft habe. Hattest du denn auch keine klassische Musikausbildung, ja? Wenn du sagst, du hast dir das selbst beigebracht, autodidaktisch, dann hast du nie ein Musikinstrument wirklich gespielt und gelernt? Doch, ich hatte mal Gitarrenunterricht, weshalb ich auch Noten lesen kann. Aber der Gitarrenunterricht, der wurde mir dann, glaube ich, nach einem halben Jahr oder so, der wurde mir dann verboten, weil ich zu schlecht in der Schule war. Dann durfte ich da nicht mehr hingehen, weil ich die ganze Zeit nur Gitarre gespielt habe und keine Hausaufgaben mehr gemacht habe und so. Ja, nichtsdestotrotz hatte ich meine Gitarre trotzdem zu Hause und mein Keyboard und habe halt dann damit so vor mich musiziert. Aber eine richtige Musikausbildung in dem Sinn habe ich nicht, nee. Nee. Du hast dann ziemlich früh alles auf eine Karte gesetzt und quasi mit einem Realschulabschluss in der Tasche das Gymnasium abgebrochen, weil du den Traum hattest, sozusagen als Rapper durchzustarten. Wenn du jetzt zurückblickst, so, was fühlst du dann? Ja, man muss ja auch so sagen, es war jetzt nicht so, dass ich mit dem Realschulabschluss, dass ich dann da in der 10. Klasse war und das normale Alter da hatte und abgebrochen habe. Man muss ja dazu sagen, dass ich da die 10. Klasse wiederholt habe. Dann in der 11. Klasse war und dann in der 11. Klasse hätte wieder wiederholen müssen. Und dann wäre ich schon 3 Jahre älter, weil ich irgendwie früher eingeschult wurde, als meine kompletten anderen Klassenkameraden. Dann wäre ich 3 Jahre älter gewesen und ich hatte da einfach so krass keinen Bock mehr dann drauf am Ende des 11. Schuljahres. Wie gesagt, ich wäre sitzen geblieben, ich bin da eh nicht mehr hingegangen. Und mein Ding war das halt, Musik zu machen und dann habe ich das eben abgebrochen. Aber ich war da ja trotzdem schon so um die 20, 21 oder so. Aber ich habe ja dann trotz allem noch eine Berufsausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht, dass ich wenigstens irgendetwas in der Tasche hatte. Und wenn ich da jetzt so darauf zurückblicke, natürlich denke ich mir, ach Mann, das Abi hätte ich eigentlich schon machen können und so, aber ob mir das wirklich irgendwie etwas in meinem Leben oder so krass gebracht hätte, das bezweifle ich einfach, weil ich so ein Freigeist bin und generell immer das mache, worauf ich Bock habe und so viel wird sich da auch nicht geändert haben. Also das ist jetzt, mir geht es gut, meiner Familie geht es gut und ja, rückblickend denke ich eigentlich nur daran, ey, Schule war eigentlich schon eine geile Zeit, so auf jeden Fall, aber Hausaufgaben und Klausuren und so halt nicht. Was haben deine Eltern damals zu dir gesagt oder beziehungsweise deine Familie, als du denen erzählt hast, so hey, ich breche jetzt die Schule ab, ich will Rapper werden? Ja, die haben natürlich Luftsprünge gemacht vor Freude. Ja, was haben die gesagt? So, ich war alt genug. Das war mir in dem Moment eigentlich auch relativ egal, was sie da mir gesagt hätten, wie auch immer. Also, sie fanden das natürlich nicht cool und so weiter. Aber ich wusste natürlich für mich auch, dass ich halt irgendetwas machen muss, damit da die Situation irgendwie entspannt bleibt. Und ich bin halt auf jeden Fall auch so vernünftig, dass ich, wie gesagt, irgendwas machen muss. Sprich, dann diese Musik, diese Einzelhandelsausbildung. Deswegen war das dann eigentlich auch okay. Und parallel dazu habe ich halt das Musikding gemacht und das haben meine Eltern dann eigentlich auch relativ schnell eingesehen, dass ich da was Gutes mache und dass ich da was kann. Und ja, somit war das dann eigentlich auch alles entspannt. Würdest du dich als Jugendlichen beschreiben? Warst du ein Problemkind? Warst du jetzt ein Kind, du hast vernünftig eben angesprochen? Warst du ein Kind, das vernünftig war? Wie würdest du dich beschreiben? Ja, so zwischendrin.
Also generell, so, ich hatte eine echt gute Kindheit. So die Familienverhältnisse waren auch alle da sehr, sehr gut und gut gestrickt. Ich sag mal so, ich hatte eine gute Kindheit, aber wahrscheinlich die falschen Freunde. So, und bin da halt dann relativ schnell in diverse Kreise halt reingerutscht, wo die Eltern einen natürlich nicht so gern sehen, aber alles in allem bin ich trotzdem, denke ich, immer relativ vernünftig gewesen. Natürlich blauäugig auch viel Scheiße gebaut, wie das jeder macht, vielleicht auch der einen oder anderen Hinsicht ein bisschen mehr als der andere. Aber, ja, keine Ahnung, ich war halt so ein Jugendlicher, der halt seine Grenzen schauen wollte und gucken wollte, was halt geht. Ich sag mal so, ich habe nichts ausgelassen, aber immer mit einem Auge auf der Vernunft. Was waren das für Kreise, in die du abgerutscht bist, wie du gesagt hast? Ja, was heißt abgerutscht? Das hört sich auch wieder so dramatisch an, aber ich bin halt relativ früh mit so Kiffern und so rumgehangen, mit Kiffern, mit Sprayern. Und so in der Skater-Szene war ich dann halt auch eine ganze Weile dann da unterwegs. Ja, halt so Lotter-Leute halt, so ein bisschen das Lotterleben, und die waren eigentlich auch die meisten relativ älter als ich. Ja, aber ich würde jetzt echt nicht sagen, dass es so krass dramatisch jetzt irgendwie war. Also natürlich bestimmt anders jetzt als hier beim Florian Meyer hier, der sein Abi mit 1,1 da bestanden hat, der halt nie rausgegangen ist irgendwie nach 8 Uhr abends oder sich nie getraut hat, seinen Eltern zu sagen, ich gehe heute aber raus, mir egal. Weißt du, ich meine, hey, ich habe halt generell immer so mein Ding gehabt, meinen Kopf gehabt, und aber alles in allem war ich eigentlich schon immer relativ vernünftig. Ich glaube, sonst wäre ich auch ganz woanders gelandet. Also ich denke, von mir behaupten zu können, dass ich auch bis heute noch relativ gut unterscheiden kann, was ich mir zutrauen kann oder wann ich Nein zu sagen habe oder so. Das ist auch was mitgegeben wurde von meinen Eltern und so weiter und so fort. Ja. Kannst du dich daran erinnern, mit wie vielen Jahren du das Blockbuster-Mixtape aufgenommen hast? Lass mal überlegen. Ich denke, das war so, ja, ungefähr vor 10, 11 Jahren müsste das gewesen sein. Also so mit 20, Anfang 20? 20, ja. Zwischen 19 und 21 denke ich, dass das passiert ist. Mit diesem Mixtape ging ja alles los. So, du hast es an verschiedene Labels geschickt, unter anderem an Bushido, und der hat dich sofort, nicht sofort, aber direkt dann auf den ersten Erstguter-Junge-Sampler gepackt. Ja, da muss man dazu sagen, das war ja ganz witzig. Ich habe Bushido damals oder auch anderen Labels, habe ich ja nur eine Beat-CD geschickt. Ich habe da zwar gerappt, aber so, da lag eigentlich mein Fokus mehr auf dem Produzieren. Und da habe ich diese Beats rumgeschickt, und da habe ich auch 2, 3 Tage später relativ kurzfristig da einen Anruf eben von Bushido bekommen. Der meinte halt, ey, die Beats sind geil. Und da hat er mir das eben alles erzählt, dass jetzt ein Sampler geplant wird, dass jetzt da gerade Shakusa und so geholt haben und dass sie mich doch gern nach Berlin einladen würden. Aber wenn ich eben noch Material hätte, dass ich denen dann noch was dazu schicke. Und dann habe ich das Blockbuster-Tape dahin geschickt. Und dann wussten die eben auch, dass ich rappe, und ja, so hat sich das dann alles ergeben. Wie war das für dich damals, als 20-Jähriger direkt an der, weißt du, noch unbekannt zu sein, und plötzlich ruft Bushido an und möchte dich direkt auf dem Sampler haben? Ja, das war natürlich Flash. Das wird so, wie es für jeden anderen auch wäre, oder ja. Das Witzige ist, ich habe mich da gerade ein bisschen mit meiner Frau da rumgezofft und sowas, und dann klingelt halt mein Handy und ich sage ja, so mit Anruf unbekannt, was, hier ist Bushido, ich sage, was, Bushido, erstmal so ins Maul und so, ey Junge, ich bin's, ich sage, ja, okay, krass, und okay, dann erstmal da mit dem geredet, und dann, ja, okay, dann war das natürlich Flash, dann bin ich hochgegangen, die Frau noch komplett sauer auf mich, so, ey, Bushido hat mich gerade angerufen, das ist mir doch egal, ja, und, wir haben gerade über was geredet und so. Ja, das war dann auf jeden Fall Flash, oder der richtige Flash war dann auf jeden Fall, als ich da nach Berlin hochgefahren bin und das erste Mal halt dann in diesem riesen Studio saß und ja, in dem Studio stand, und das halt dann für mich auch klar wurde, dass ich auf den Sampler draufkomme, dass meine Beats da drauf sind und dass ich gesigned werde. Das war dann der eigentliche Flash, und der war cool auf jeden Fall. Aber ich habe mir da eigentlich auch nie wirklich groß was eingebildet oder so. Ich denke so, ja, das sollte einfach alles so kommen. Es kommt, wie es kommen muss. War das alles direkt von vornherein klar, dass du auch gesigned wirst? Es war auf jeden Fall in dieser Woche, wo ich da war, war das dann klar, ja.
An welche Labels hast du die Sachen noch verschickt? Du hast gesagt, an verschiedene Labels. Ja, wir haben das eigentlich, also an Rap-Labels haben wir das eigentlich gar nicht geschickt. Wir haben das wirklich dann nur an die Majors und so geschickt. Frag mich nicht, warum. Ich hatte keine Ahnung, wo man sowas überhaupt schickt. Und da haben wir halt hier die Adressen von Universal rausgesucht, von der EMI, von Sony. Da haben wir den Scheiß halt hingeschickt und wir sind halt relativ einfach auf die erst guter Junge Adresse halt gestoßen und deswegen habe ich das da hingeschickt. Und deswegen ist es da auch gelandet und ja, also rapmäßig war das das einzige Label, wo ich das hingeschickt habe. Wie war die Resonanz von den anderen Labels? Kam da irgendwas zurück? Kam nie irgendetwas zurück. Die beißen sich bestimmt jetzt alle in den Arsch. Das, ja, keine Ahnung, wie gesagt, die werden andere Leute gefunden haben. Ich sag so, es kommt, wie es kommen muss und es ist eigentlich ganz gut gekommen. Nach dem ersten Label-Sampler erschien dann Blackout mit Chakusa. Wenn du jetzt an die Arbeit zurückdenkst, wie lief das Ganze ab? Wie habt ihr euch kennengelernt? Natürlich dann über das Label. Wie ist dieses Album entstanden? Also Chakusa habe ich ja direkt am ersten Tag, als ich in Berlin war, wir haben uns ja direkt dort kennengelernt. Das Witzige war, ich dachte am Anfang, DJ Stickle wäre Chakusa und Chakusa wäre DJ Stickle. Und ich dachte das halt wirklich den ganzen Tag. Und irgendwann am Abend waren wir bei denen zu Hause und dann ist mir das erst klar geworden, wer eigentlich wer ist und so. Ja. Nee, aber sonst, ja, wir haben nach dem Sampler, eigentlich hat Chakusa mich drauf angehauen, ob wir nicht eben ein Album zusammen machen wollen. Gesagt, logisch, machen wir. Und da habe ich ja noch bei mir unten im Süden gewohnt. Und dann bin ich für 10 Tage oder sowas nach Berlin hochgefahren. Und in diesen 10 Tagen haben wir das Album halt komplett gemacht. Sei es Beats gemacht, geschrieben, aufgenommen, komplett in 10 Tagen. Und das waren die verrücktesten 10 Tage, glaube ich, in meiner musikalischen Karriere. Also wir haben uns da so weggesoffen den ganzen Tag. Morgens um 10 sind wir wie Penner in den Rewe-Markt gelaufen und jeder mit einem Kasten Bier. Und damals haben wir noch diesen Martini, Billig-Martini-Verschnitt, Contado hieß das. Da habe ich Chakusa dann draufgebracht und gesagt, ey, das musst du trinken, das ist voll geil. Und er hat es auch so abgefeiert. Ja, wir haben uns eigentlich komplett einfach weggemacht in 10 Tagen. Wahnsinn. Das werden wir beide, glaube ich, auch nie vergessen. Und ja, war eine unfassbar gute Zeit. Als nächstes Album erschien eine Mucke aus der Unterschicht 1. Stieg sogar auf Platz 61 ein. Blackout mit Chakusa auf Platz 69. Was bedeutet diese Zeit für dich und dieses Album ganz besonders? Ja, das war halt, da war ich halt unfassbar stolz drauf und bin ich eigentlich heute auch noch so. Ich höre mir das in längeren Abständen immer mal wieder an und denke, ey, eigentlich war das ein echt krasses Album. Und für mich war halt der Flash viel mehr, diese CD in der Hand zu halten, mit meinem Namen und meinen Songs drauf, also wirklich eine Veröffentlichung mal zu haben, nach Jahren voller Rumgemurkse ohne Kohle und Free Mixtapes und Scheißdreck und so. Einfach mal dieses Endprodukt in der Hand zu halten und zu wissen, dass es im Laden steht und dass wirklich Leute das kaufen. Das war für mich der eigentliche Flash. So die Chartplatzierung, die war zwar cool, das hat mich natürlich auch gefreut. Ist ja logisch, wen freut es nicht? Weil ich eigentlich auch nicht damit gerechnet habe, weil Charts war für mich noch komplett undenkbar eigentlich. So. Charts, das waren für mich so Riesenstars, die in die Charts gehen und so. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, aber wie gesagt, so dieses Dings in der Hand zu halten dann, ich bin auch selber in den Laden gegangen und habe mir das gekauft und habe mich so wahnsinnig darüber gefreut. Ja, das ist auf jeden Fall ein unvergesslicher Moment für mich. Bedeutet ein Signing bei EGJ auch ein geregeltes Einkommen? Ja, also das ist ganz einfach gelaufen, wie es bei jedem anderen Label, denke ich, auch läuft, dass du halt einen gewissen Vorschuss für dein Album kriegst. Und das habe ich bekommen und ansonsten halt hier ein bisschen mit Beats Kohle gemacht. Also ein geregeltes Einkommen in dem Sinne nicht. Aber also die Zeit bei EGJ bin ich auf jeden Fall gut über die Runden gekommen. Sei es auch durch die Touren und wie gesagt, hier mal ein Beat platziert, da mal ein Beat platziert. Dann kam da mal GEMA-Tantiemen und so. Und die waren, wie gesagt, für die 4 Jahre, wo ich in Berlin war, ging das ganz gut klar. Es war zwar mal mehr und mal weniger. Mal hatte man nichts. Dann hatte man wieder mal ein bisschen mehr. Also ja, generell war das ganz okay. Bist du für die Zeit in Berlin auch nach Berlin gezogen? Ob ich für die Zeit in Berlin nach Berlin gezogen bin? Also in der Zeit, wenn du bei EGJ warst, fangen wir nochmal neu an. In deiner EGJ-Zeit bist du dafür auch nach Berlin gezogen? Ja.
kann man sich dann vorstellen, so, du bist Anfang, Mitte 20, ja, bist Künstler, hast deinen Deal bei einem Label, bei einem gestandenen Label sozusagen, bist mit Bushido auf Tour, bist mit Leuten wie Chakusa und so weiter auf einem Label, so, wie lebt man dann? Er hat es vielleicht auch noch, um auf die vorige Frage ein bisschen das so zu koppeln. Es war ja so, dass, wie gesagt, für mich hieß das ja Mucke machen. Ich kann mir da jetzt in Berlin ein bisschen was aufbauen. Deswegen war das für mich klar, nach Berlin zu gehen mit meiner Frau damals. Sie hat ihre Schule fertig gemacht und die wollte eine Ausbildung machen zur Event-Managerin. Und das wurde bei uns nicht angeboten irgendwo. Und in Berlin hat sie da relativ schnell eben was gefunden. Und deswegen sind wir da zusammen hin und da konnte sie ihre Ausbildung machen. Das heißt, sie hatte dort ihre Aufgabe, ich hatte dort meine Aufgabe. Und deswegen hatte das alles so seinen Sinn, dass wir überhaupt nach Berlin gezogen sind. Im Prinzip über eine gewisse Zeit. So. Letztendlich, wie du sagst, wie ist es in Berlin zu leben oder als bei einem Label mit Chakusa, dies und das? Vor allem als junger Künstler sozusagen, ist das dann dieses Rockstar-Leben, das man sich vorstellt? Ja, Rockstar-Leben ist sowieso, da spielt es für mich eigentlich keine Rolle, wo ich lebe, wie auch immer. Natürlich war das halt so in Berlin, das war damals meine erste Wohnung, so weit weg vor allen Dingen, mit Frau zusammen. Natürlich haben wir dort erstmal richtig Party gemacht, ist ja logisch. Chakusa im Prinzip gerade ums Eck, eigentlich war ich jeden Tag auch bei denen oder die bei mir oder man war halt immer irgendwo. Aber letzten Endes hat das eigentlich wenig jetzt mit dem Label oder mit den Künstlern oder so zu tun. Das war, ist einfach so dieses Ding, weg von zu Hause machen, worauf man Bock hat und zu wissen, man hat immer ein bisschen Kohle auf der Seite. Ja, da gibt man halt Gas und das haben wir gemacht. War Bushido dabei auch? Also da auch dabei? Also nee, also das habe ich früher auch oft gesagt, so das Verhältnis zu Bushido und mir oder zwischen uns, das war eher so wirklich eher das geschäftliche Ding, so wirklich warm sind wir nie miteinander geworden. Natürlich, wenn dann irgendwelche Veranstaltungen oder sowas waren, hat man sich schon immer ganz gut verstanden, aber so wenn was Partyfeiern und sowas angeht, da waren wir dann eigentlich eher immer so die Beatlefield-Crew als erst guter Junge. Also mehr Beatlefield als erst guter Junge. Okay, und dann der Label-Sampler war gemacht, der erste Teil von Mucke aus der Unterschicht kam, dann hast du an den beiden nächsten Teilen gearbeitet. Wie kann man sich das vorstellen? So, du bist jetzt in Berlin, du wohnst da jetzt schon ein bisschen. Wie bist du an die Arbeit rangegangen? Ganz planlos eigentlich. Ich hatte ja damals noch kein eigenes Studio, das stand alles bei mir in der Bude rum. Und ich war den ganzen Tag allein und hab da halt meine Mucke gemacht. Ich habe einfach nur Mucke gemacht, Mucke gemacht, Mucke gemacht. Vor allem beim zweiten Teil war das so. Und dann stand im Prinzip wieder ein Album. Dann habe ich das nochmal neu aufgenommen bei Chakusa, weil bei denen stand auch alles in der Bude rum. Aber die hatten eine bessere Qualität als ich. Dann habe ich dort das Album aufgenommen. Dann bin ich halt mit dem Dings zu meinem Label gegangen, habe gesagt, wie sieht's aus, machen wir Mucke aus der Unterschicht 2. Ja, machen wir, weil ich habe ja auch einen Vertrag zu erfüllen, wo über drei Alben oder vier oder drei Alben. Hier ist das Album und das kam raus. So, und dann hat sich das halt irgendwie so dazu entwickelt, dieses Mucke aus der Unterschicht-Ding. Ich wollte auch gar nichts anderes machen. So. Ich habe das ja damals auch immer als Mixtapes oder Street-Alben rausgebracht, weil ich einfach auch in meinem Kopf gar nicht irgendwie so weit war, dass ich sage, ich mache jetzt irgendwie mein krasses Album und so. Das war ich einfach noch nicht so weit. Ich war eben so krass in diesem Rockstar-Lifestyle, Party machen und so, dass einfach Songs entstanden sind, Mucke machen, geil, mein Leben in Berlin. Und das habe ich dann auf eine CD gebracht und das kam dann raus. Das war dann Mucke aus der Unterschicht. Und das ist jetzt eigentlich bei dem vierten Teil, einfach um da nochmal drauf zurückzukommen, das ist genau das Gleiche. So, das ist einfach gerade wieder so mein Leben, was ich führe, ist entstanden, Songs, entstehen Songs, zack, deswegen Mucke aus der Unterschicht. Es hat zwar Konzept im Nachhinein alles, aber ich bin nicht wie jetzt zum Beispiel bei Gift oder ein Hauch von Gift mit dem Konzept von vornherein rangegangen. Wie kann man sich Bushido als Labelchef vorstellen? Ist das so der strenge Chef, der dann sagt, ey, das machst du jetzt so oder es geht gar nicht raus? Oder sagt er, mach mal einfach? Boah, das muss mal irgendwie jemand anderen fragen. Also ich sag mal so generell, also mich hat man immer machen lassen. So, der lässt sich machen und wenn die Sachen okay sind, sind sie okay. Und wenn sie halt nicht gut sind, dann sind sie halt nicht okay. Und dann lässt er dich halt das Ding nicht rausbringen. Aber ich denke, das ist bei jedem anderen Label-Boss genauso.
Also wenn dein Chef sagt, hier, die Arbeit ist scheiße, dann sagt dein Chef halt, die Arbeit ist scheiße, dann kommt es nicht raus. Aber ich habe den da jetzt nicht als überstrengen Menschen gesehen, der jetzt hier sagt, nein, das darfst du nicht und dies nicht und das nicht. Wenn er halt sagt, das ist scheiße, dann ist halt was scheiße. Gut, da muss man halt mit umgehen können. Aber ja, das habe ich jetzt nicht so sehr krass zu spüren gekriegt, sagen wir mal so. Neben der Musik warst du ja auch in den deutschen Kinos zu sehen. Ja. Wie war deine Rolle in Zeiten ändern dich in Bushidos Film? Ja, meine Rolle war ja die, dass ich so ein 90er-Jahre-Rapper bin, zusammen mit Chakusa, und wir gerade in so einem Club aufgetreten sind. Das ist total geil, finde ich auch, wie gesagt, ich bin da wirklich sehr dankbar drüber, dass ich in diesem Film habe, auch wenn es nur so eine kleine Rolle ist, mitspielen dürfen, weil das hat, wenn du einmal auf Film bist, bist du halt unsterblich so. Feiere ich extrem. Ich feiere auch den Song, den ich da mit Chakusa gemacht habe. Das ist total witzig und hat natürlich auch mal geil, bei einem Film mitgespielt zu haben, so, auch wenn es nur so eine kurze Szene war. Hat schon Spaß gemacht, ja. Wie kam es dazu? War das eine spontane Idee oder war das wirklich geplant? Nö, damals hat Bushido einfach gesagt, Jungs, wie sieht's aus? Macht ihr einen Song für den Film? Und dann waren wir auch bei diesem Casting irgendwie, wo es speziell um diese Szene geht. Und Bushido wollte eben auch, dass halt die Jungs da von dem Camp halt irgendwie mitspielen. Und so ist es passiert. Na gut, das war jetzt ganz zum Schluss deiner EGJ-Zeit sozusagen. Das Kapitel wurde dann 2011 beendet. Und also man kann jetzt lesen, dass die Verträge damals nicht verlängert wurden. Wie hast du das erlebt, aus deiner Perspektive? Ja, ich bin ja dann schon wieder zurückgezogen nach Hause und wusste ja gar nicht so wirklich. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war da auch immer so ein bisschen Hänger und hatte eigentlich auch überhaupt keinen Plan, was da in den Verträgen steht und so. Ich war da einfach ein bisschen blind damals. Ich wollte halt Mucke machen, wollte nach Berlin, wollte einen Plattenvertrag. Und war da wahrscheinlich auch einfach nicht wirklich cool und habe mich halt um die Sachen nicht gekümmert. Und habe dann irgendwann, wollte ich wissen, was da eigentlich abgeht, habe mit Bushido telefoniert. Und das war unser letztes Telefonat und das war auch sehr cool. Naja, also da hat er mir auf jeden Fall seine Meinung gegeigt, das weiß ich noch. Aber also ganz ehrlich, ich muss halt so im Nachhinein sagen, bei vielen Dingen hatte er recht. So, ich habe mich halt auch echt nicht gekümmert. Aus seiner Sicht ist es auch echt nachvollziehbar für mich, dass da ein paar Sachen nicht cool waren. Von meiner Seite aus, ich habe mir halt gedacht, okay, mein Gott, musst du jetzt hier nicht so rumbrüllen. Nee, letztendlich haben wir da auch dann, das Gespräch hat auch im Prinzip geendet, wie es angefangen hat, in einem ruhigen Ton. Dazwischen war es dann mal ein bisschen lauter. Ja, Bushido hatte keinen Bock mehr auf mich. Ich hatte dann auch keinen Bock mehr und ja, dann wusste ich halt einfach, woran ich bin. Und ja, dann habe ich halt das Album damals allein über Divo irgendwie rausgebracht. Das Ein Hauch von Gift war das zu der Zeit. Weil ich eben wissen wollte, wie sieht's aus? Machen wir noch was? Ja, und wir haben halt dann nichts mehr gemacht. Bevor es dann, du hast 2012, glaube ich, Gift rausgebracht, ne? Auch über Wolfpack. Ja. Und 2012 wurde dann das Freunde von Niemand sein Ding bekannt gegeben. Welche Lehren hast du dir aus Bushidos Telefonat rausgezogen für dich, für deine Zukunft? Hast du dir was bei den Freunden von Niemand, hast du dir gedacht, ich mache das dieses Mal anders, als ich vielleicht früher bei EGJ gemacht habe? Das kann man irgendwie alles gar nicht so vergleichen. Allein wie das so zustande gekommen ist, das Freunde von Niemand Signing, das ist ja wirklich aus Freundschaften irgendwie entstanden und weniger von diesem geschäftlichen Sinn. Ich meine, natürlich wollen wir Platten verkaufen, aber in erster Linie sind wir halt auch wirklich Freunde und haben halt eine gute Zeit und ja. Ich meine, natürlich generell dieses EGJ-Ding, natürlich, ich habe da generell einfach draus gelernt und schaue jetzt mal ein bisschen genauer hin, wie war es halt da abläuft und so. Aber ja, letzten Endes ist es halt einfach anders. So wirklich Lernen jetzt da rausgezogen habe ich jetzt nicht unbedingt. Wie kam es überhaupt zu diesem Freunde von Niemand Deal?
Du hast gesagt, es war alles sehr freundschaftlich. Ja, ich hatte ja damals meinen Manager, Hadi Eldor, und der war ja auch der Manager von Vega, und so sind wir halt irgendwie da zusammengekommen. Und ja, der Hadi war ja dann auch Labelmanager von Freunde von Niemand eine Zeit lang. Und dann haben die mich ja auf eine Tour mitgenommen irgendwie, und so kam das dann überhaupt zustande. So nach der Tour waren wir dann alle so gut befreundet, dass wir gesagt haben, okay, komm, jetzt sind wir hier das Label und Busy, du bist dabei, und dann war ich da dabei. Gibt es Unterschiede in der Arbeitsweise vom Label, dass du sagst, hier läuft das anders als bei IGJ damals? Sagen wir so, was sind die größten Unterschiede für dich persönlich? Ich sag dir ganz ehrlich, so groß sind die Unterschiede eigentlich gar nicht. Also jetzt mal abgesehen davon, dass das halt alles auf einer viel freundschaftlicheren Basis ist und so, ist es letztendlich trotzdem so, dass jeder seine Mucke macht. Die habe ich bei EGJ gemacht, habe ich meine Mucke gemacht. Ich habe mein Büro, wo ich hinkommen kann. Ich habe meine Ansprechpartner, die hatte ich in Berlin. Nur vielleicht meine Arbeitsweise hat sich halt einfach geändert, dass ich einfach mehr mit den Leuten spreche und versuche mich da ein bisschen mehr einzubringen. Das war zum Beispiel einer der Fehler, die ich in Berlin nicht gemacht habe, weil ich einfach generell immer so drauf geschissen habe. So, mich hat das alles halt nicht interessiert. So, ich wusste, okay, komm, ich gebe hier meine CD ab, die bringen die Platte raus, und alles drumherum war mir egal. So, und das ist halt was ich auch gelernt habe, dass mir das einfach nicht egal sein darf. Verstehst du, dass es halt wichtig ist, hier Termine einzuhalten, dass man sich einfach um sein Business irgendwie kümmern muss. Ja, das sind Dinge, die ich mitgenommen habe auf jeden Fall. Ansonsten ist halt, ich weiß nicht, die Arbeitsweise, gut, was das Label macht, was das Büro macht, das sind Büro- und Label-Dinge. Das wird alles besprochen untereinander, ist halt sehr transparent auf jeden Fall. Wenn ich was wissen will, kann ich zu jeder Uhrzeit irgendwie anrufen. Das war jetzt vielleicht in Berlin nicht so, aber vielleicht wäre es da so gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Aber das kann ich so nicht sagen. Künstlerisch hat sich bei dir sehr viel geändert über die ganzen Jahre hinweg. Privat bist du mit der gleichen Frau zusammen seit wie vielen Jahren? Seit 10 jetzt. Ihr habt zusammen ein Kind mittlerweile, das ist jetzt 2 Jahre alt, ne, circa? Ja, das wird jetzt im November 3. Genau. Du arbeitest nebenbei, hast du gesagt? Ja, was heißt nebenbei? Ich arbeite Vollzeit. Also ich muss mir halt irgendwie meine Termine so einräumen, dass ich hier so mal kurz nach Frankfurt düsen kann oder wie gestern nach Düsseldorf. Das muss ich schon alles abklären. Aber wie gesagt, ich muss meine Familie ernähren und dafür gehe ich arbeiten. Und es steht halt für mich an erster Stelle, dass Kohle zu Hause auf den Tisch kommt, damit Frau und Kind was zu essen hat. Okay, dann würde ich sagen, wer Lust hat, mehr über Busy zu erfahren, schaut sich die ersten beiden Teile an. Wann erscheint Mucke aus der Unterschicht 4? Mucke aus der Unterschicht 4 ab dem 3. Oktober, allerdings ist es ein Feiertag. Also wenn ihr vorbestellt, kommt es am 4. Oktober bei euch an. Es müsste ein Samstag sein, ansonsten ab Montag in den Läden. Also nach dem 3. Oktober natürlich. Aber ansonsten 3. Oktober, Mucke aus der Unterschicht 4. Am 10. Oktober die Release-Party in Wiesbaden im Kontext. Ich hoffe, ihr kommt da alle an und feiern wir eine fette Party. Ja, bis dahin. Erich hat das letzte Wort. Ich sage auf Wiedersehen. Danke fürs Reinschauen, Leute. Abonniert den Channel, ihr wisst Bescheid. Kommentiert in die Kommentare, wie ihr Busy findet, was ihr anders gemacht hättet an seiner Stelle, ob er seine Musik sich verändert hat über die Jahre hinweg. Wir sind gespannt, wir lesen uns alles durch und wir sagen Peace, bis zum nächsten Mal.